Ja, hi, willkommen. Hier sind wir wieder bei Fishing Planet. Ich bin der Nero und ich wollte mit euch einen weiteren Angeltag verbringen. Ja, wir sind immer noch, wie wir sehen können, Übersichtskarte, at Mudwater River, Missouri. Ich habe zwar schon ein bisschen offline weitergemacht, einfach nur um euch dieses langweilige Farmen der kleinen Fische doch ein bisschen zu ersparen. Also man muss Größe und Gewicht fangen, um dass man entsprechend XP bekommt, um entsprechend auch hier den XP-Balken voll zu kriegen. Warum die ganze Geschichte? Man steigt hier oben Level auf, man sieht, ich bin jetzt fast fertig. Das Ende wollte ich doch mit euch noch schaffen dann. Und hier oben ist ja unsere Angelrutenspulen, Angelschnüre und so weiter, also unser Geschäft. Und wie wir hier an den Routen sehen, ist der Stern und 3. Und Stern 3, das heißt im Endeffekt Level 3. Ja, Level 4. Und so ist es eigentlich mit den ganzen anderen Sachen auch. Vorher kann ich mir einfach nichts anderes kaufen. Sprich, ich muss leider mich mit dem kleinen Flohzeug vergnügen. Jetzt kann ich sogar 4. Sprich, ich kann nachher sogar mehr Fische fangen, bevor ich den Tag verlassen muss. Aber irgendwann ist nämlich das Volumen voll und dann muss ich den Tag verlassen. Braucht dann wieder eine neue Lizenz. Die Lizenz erfragen sie dann automatisch. Ja, und dann kann man weiter angeln. Genau, mit dem Setzkascher kann man nachher dann doch ein bisschen mehr fangen, um länger an diesem Tag Vergnügen zu haben. Ja, ich habe für euch ein bisschen was herausgefunden. Und zwar unten rechts im Bildschirm seht ihr die 0-66 Meter und unten drunter ist ein Kreis. Dieser Kreis soll im Endeffekt unsere Spule darstellen. Und wenn ich jetzt mit dem Mausrad mal nach vorne drehe, seht ihr, dass die Pfeile entsprechend mehr oder weniger werden. Ja? Ich drehe zurück, bis der Pfeil rückwärts zeigt. Entschuldigung, heißt es, ich gebe Schnur ab. Ja, und Pfeil da vorne, entsprechend ich kurbel ganz schnell ein. Ist nachher wahrscheinlich in Richtung Spinnfischen sehr, sehr interessant. Der Balken oben drüber, das ist im Endeffekt die Belastungskurve. Ja, wie viel Druck übt der Fisch aus? Ja, und ich habe sogar herausgefunden, wo es hier Wälze gibt. Und zwar, wir stellen unsere Schnüre so circa zwischen 2 Meter und 2,50 Meter. Ja. Wir nehmen Käse. Mit dem Einzelhaken gibt es richtig große Fische. Ich habe bis jetzt leider nur den Haken 6. Deswegen sind es ein bisschen kleinere Fische. Und was für ein Fisch das ist, das möchte ich euch gerne zeigen. Was ich euch ja noch zeigen möchte ist, ich habe letztes Mal nur immer diesen Schwungwurf gemacht. Ja? Ich war auch ein bisschen frustriert. Man sollte, wenn man auf F1 drückt, oben bei F11 mal richtig lesen. Wurf an, aus. Ist sehr, sehr praktisch, wenn man lesen kann. Und nicht so lesefaul ist wie ich. Da steht nämlich, dass man den Wurfmodus aktivieren kann. Genau. Das heißt, ich drücke F11. So. Und jetzt, wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte, entsteht diese Kurve. Ja, das ist dann die Wurfstärkenkurve. Da ich aber nicht so weit raus will, bäm, so zwischen, ja, 9 Meter ist okay. Lasse ich die ganze Geschichte ein bisschen treiben. Im Chat kann man sehr höflich auch fragen, wenn man Fragen hat. Die sind alle sehr nett. Also ich habe bis jetzt noch keine pampige oder schlechte Antwort bekommen. Wahrscheinlich, weil das Spiel noch relativ neu ist. Also noch nicht so bekannt. Die Pro-Gamers werden nachher ein bisschen schnippig manches Mal. Klar, wenn sie es 5000 Mal beantwortet haben, wollen sie es halt irgendwann auch nicht mehr. Aber bis jetzt muss ich sagen, alles super, alles toll. Also wirklich super Community im Chat. Macht richtig, richtig Laune. So, jetzt müsste eigentlich. So, jetzt kommt auch langsam die heiße Phase. Und wenn man nämlich zwischen dem grünen und dem gelben Boot anfängt zu werfen, zwischen 8 und 10 Meter, und lässt ihn dann ein bisschen nach rechts rüber treiben,
Bekommt man eigentlich für sein Angelzeug, was man momentan hat, eigentlich den größten Fisch, bin ich der Meinung. Bis jetzt habe ich auch noch keinen größeren gefangen und ich habe schon ein paar gefangen. Und ich hoffe, dass ich euch das gleich direkt zeigen kann. Ah, ja, sehr schön. Und Anschlag. Und. Yes, super. Es ist ein junger Kanalwels. Mit diesen schönen Tieren habe ich es denn extrem schnell. Mein Vorsprung gemacht, was Level anging. Super Sache. Ja, wenn jetzt einer fragt, ja, wo sind wir dann? Wir sind, wenn wir die Missouri-Karte haben, im oberen Auswahlbereich. Das sind diese Stelle hier, ist echt super. Hier kriegt man eigentlich alles von diesen weißen Schabri-Viechern, wie die auch immer heißen. Welse. Hechte sollen, glaube ich, auch noch sein, aber ich habe bis jetzt noch keinen bekommen. Und unseren altbekannten Blau-Barschen. Ja, da zuppelt es doch schon wieder. Eigentlich fast immer an der gleichen Stelle. Das hier seht ihr, die Kurve, die ist relativ gut ausgelastet. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ui, sehr schön. Weil sonst kann es nämlich passieren, dass die Schnur auch reißen tut. Ja, wir fangen wieder ungefähr bei dem gelben Boot an. Gar nicht allzu weit. Schön treiben lassen. Ja, diese Hänger, die Probleme haben auch andere Spieler, nicht nur ich, Gott sei Dank. Ich habe schon an mir gezweifelt. Zwei Hänger hatte ich bis jetzt, hält sich noch in Grenzen. Und es passt zum Glück. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu tief stellt. Oh, jetzt hätte ich fast geschlafen. Heieieiei. Ja, beim Angeln darf man nicht schlafen. Ah. So, noch eins ein Exemplar und wir haben Level Up. Ja, wunderbar. Und wir haben Level Up. Super, geil. Jetzt können wir weiterlegen. Vorausgehen. So. Auf jeden Fall gleich mal ins Geschäft gehen. Teleflut. Diese Serie bringt Ihnen stärkste Teleskopgröße aus dem Hause Flaggmann, die verfügbar sind. Gebaut aus High-Moduls Carbonis für die fünfteilige Serie, die ultimative Kombination aus Erschwindlichkeit, Kraft und Präzision. Dann kaufen wir sie einfach mal. Sie können diesen Gegenstand jetzt nicht ausrüsten, aber zu Hause ablegen. Okay. Wurde zu Hause platziert. Na, dann immerhin. Auf jeden Fall kaufen wir eine neue Spule. Neue Route braucht neue Spule, definitiv. So, Angelschnüre. Das können wir auch ein bisschen was Stabileres kaufen. Wunderbar. Ich würde sagen, wir decken uns jetzt einfach mal komplett ein. Ah, schade. Coming soon. Kleidung. Schade. Auch noch nichts da. Weil immer noch laufe ich nackt rum. Krieg Sonnenbrände. Heieiei. So, schlanke Pose auf jeden Fall. Sehr gut. Haken 10, 8, 4. Wenn sich jetzt einer fragt, was hat denn diese Zahl bei den Hakengrößen zu bedeuten? Wie sie sagt schon, das ist die Hakengröße. Je höher die Zahl ist, desto kleiner wird der Haken. Je größer die Zahl ist, nachher geht es sogar dann Richtung 1-0, 2-0, sind nachher die richtig großen Haken. Ja, genau, kaufen wir auf jeden Fall mal. So, Vorfächer. Können wir noch irgendwas kaufen hier? Ne, das war's. Lockmittel. Ich würde sagen, auf jeden Fall wir kaufen mal Sonneblinker und Sonneblinker. Sehr schön. Und was können wir jetzt noch an Futter kaufen? Dosenfutter.
Dann können wir auch sehen, was so das Zielfische rechts hier von dem Dosenfutter ist. Das ist dann der Wels, Bullethead, Rothor, Sonnenfisch. Okay. Aber es kann auch als Köder für Fische, die am Grund stehen, benutzt werden. Ah, also das wird eher dann so Richtung Grundangeln benutzt. Alles klar. Ja, was ihr hier jetzt seht, ist die Lizenzenseite. Da seht ihr eigentlich, was denn noch eigentlich alles an Flüssen und Seen und sowas kommt. Ich kaufe mir jetzt mal eine fortgeschrittene Missouri-Lizenz. Was sie bringt, weiß ich selber noch nicht so ganz genau, bin ich ehrlich. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe, warum auch immer, auch immer schon fast ein halbes, vom dritten Level fertig. Kann sein durch die Einkäufe. Ja, das ist jetzt. Na gut, ist ja nicht allzu schlimm. Gehen jetzt mal in unser Inventar. So. Info, da kriegen wir bestimmt heraus, was das heißt. Fortgeschrittene Lizenz zum Fischen in Missouri erlaubt Ihnen das Angeln auf allen Fischarten und das Behalten oder Freilassen der Fische, die Sie gefangen haben, bleibt Ihnen überlassen. Ah, okay. Einfach Lizenz zum Fischen in Missouri erlaubt Ihnen das Angeln auf normale große Fische. Grashechte müssen freigelassen werden, während jeder normale große Pannenfisch und Jungwels mitgenommen werden dürfen. Ah, das ist uns überlassen. So wie ich es auch mitbekommen habe, ist, sobald ihr Fische freilasst, kriegt ihr auch kein Geld. Ja, oder sowas in der Richtung, weil die haben ja, wenn man hier hinten guckt, Belohnung 4. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon, weil das macht dann, denke ich mal, die ganze Sache ein bisschen interessanter. So, Streuen bewegen, wenn sie. Okay. Suchen Sie Glück, fangen Sie eine Trophäe, Kürbiskernbarsch oder einen saftigen Hecht. Lassen Sie Ihre Augen für diesen welligen Gewässer ruhig vorbei. Okay, also hier drüben steht auch manchmal ein bisschen der Hechthaken. Hechtenhaken, okay. Das ist der vergehende Sommer. Ja, ich habe jetzt eine zweite Rute. Ich möchte jetzt die zweite Rute haben. Ja, ich möchte die jetzt haben. Jetzt sagt er mir, ist zu Hause platziert. Wird wahrscheinlich dann hier hinten sein, oder? Ernsthaft? Ich will angeln! Ja, okay. Wenn ihr wisst, ein paar Tipps und Tricks noch habt für mich, wie man die ganze Geschichte hier ein bisschen noch cleverer angehen kann, vielleicht eventuell ein paar schöne Angelstellen, so wie ich jetzt hier mit der Welt stelle, schreibt mir das in die Kommentare, lasst Likes da, erfreut euch, lehnt euch noch ein bisschen zurück und entspannt noch ein bisschen. In diesem Sinne wünsche ich euch was, euer Nero und viel Spaß noch.